Holt Real Madrid noch weitere große Namen in diesem Sommer? Realcoach Zinedine Zidane hat die Spekulationen nun noch einmal befeuert. Bis Montag kann noch alles passieren. Eine Bombe, zwei Bomben, meinte der Franzose am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Villarreal vielsagend. Der 47-Jährige stellte jedoch auch klar: Ich bin sehr stolz auf die Spieler, die ich habe, denn für mich sind sie die Besten. Laut Informationen des italienischen Portals Gonfialarete soll Amin Younes vom SSC Neapel an die Weser wechseln. Werder Sportchef Frank Baumann soll schon Kontakt zu Neapel aufgenommen haben. Der 26 Jahre alte Linksaußen steht derzeit bis 2023 bei SSC Neapel unter Vertrag. In der vergangenen Saison spielte Younes wettbewerbsübergreifend 16 Mal für den Serie A-Club. Der Kaugummi-Transfer von Neymar droht endgültig zu platzen. PSG schiebt Barca die Verantwortung zu, deren Coach sehnt das Ende des Transferfensters herbei. Wir haben von Anfang an gesagt, dass er gehen kann, wenn ein Angebot eingeht, das uns zufriedenstellt, stellte PSG-Sportdirektor Leonardo nach dem 2:0-Sieg beim FC Metz am Freitagabend klar. Bis jetzt gibt es keine Einigung. Auf die Frage, ob sich das bis Montag noch ändern werde, meinte er: Das weiß ich nicht, das hängt von Barcelona ab. Laut der barcanahen Sporttageszeitung Mundo Deportivo ist der Transfer jedoch nahezu vom Tisch. Demnach sollen die Verantwortlichen der Katalanen bereits Trainer Ernesto Valverde sowie den Mannschaftsrat darüber informiert haben, dass der Deal aufgrund überzogener Forderungen der Pariser geplatzt sei.